Nee, Natururin schon wieder dran. Ich habe schon wieder eine Wanderung gemacht. Bevor aber Video Start kommt, zeige ich noch ein paar Details zur Wanderung. Ich bin 3 Tage lang im Zeitraum vom 25.07. bis 27.07.2019 mit Wurfzelt im Gepäck von der Nordsee bzw. der Ortschaft Burhave, das ist Gemeinde Butjadingen, zu Fuß nach Bremen bzw. bis zu mir nach Hause gelaufen. Wie einige es vielleicht mitbekommen haben, war es der Zeitraum mit den höchsten Temperaturen des Jahres gewesen. Also für mich die perfekten Wetterbedingungen zum Fernwandern, weil ich mag das, wenn der D3 scheppert. Am ersten Tag bin ich 46,1 km gelaufen. Am zweiten Tag bin ich 33,4 km gelaufen. Am dritten Tag bin ich 36,5 km gelaufen. Das macht insgesamt 116 km. Als ich in Bremen angekommen bin, war mein Akku fast leer. Und ich habe zufällig ein paar Bekannte getroffen, mit denen ich bis abends Bier getrunken habe. Deswegen habe ich sicherheitshalber die Aufnahme schon im Voraus beenden müssen. Hier in diesem Bereich wohne ich. Und wie ich nachträglich über Google Maps nachgeschaut habe, bin ich zum Schluss noch weitere 5,1 km gelaufen, bis ich schließlich zu Hause ankam. Sprich, ich bin am dritten Tag keine 36,5 km, sondern 41,6 km gelaufen. Somit bin ich insgesamt gerundete 121 km gelaufen. So, jetzt Videostart kommt. Ne, Natururin schon wieder dran. Ich befinde mich hier in Burhave. Das ist ein, hier, wie heißt das doch mal? Ein Strand, so ein Kaff. In der Nordsee, weil da hinten, da fahren Schiffe und da ist Wasser und sowas. Das schmeckt nach Salz. Wie man sehen kann, habe ich hier so ein paar Sachen dabei, auch mein Wurfzelt. Ich habe hier in diesem Strand, da hinten ist ein Campingplatz und da hinten, da habe ich mein Zelt aufgebaut und habe da geschlafen. Und ich habe jetzt eine bekloppte Idee schon wieder. Ich wollte von hier aus die Weser folgend, beziehungsweise erstmal die Küste folgend und dann die Weser folgend über Norden haben. Von Nordsee bis zu mir nach Hause, nach Bremen laufen. Mit Scheißbeinen. Deswegen habe ich so viele Sachen dabei. Ich würde mal schätzen, zwischen 90 und 100 Kilometer werden das sein. Und ich schätze mal, dass ich 3 bis 4 Tage brauche, bis ich zu Hause angekommen bin. Ich bin gespannt, wie lange ich brauche. Weil ich will auch nicht rennen und so weiter. Weil diese Woche ist voll cool Wetter. Deswegen macht dieses Laufen mehr Spaß. So, es ist 7.15 Uhr und ich werde jetzt erstmal mein erstes Scheißbier saufen. Jetzt Wanderung. Von Burhave bis nach Bremen. Start kommt. Ne, Schafen gefunden. Jetzt weiter zu gelaufen. Ne, da vorne ist diese scheiß Nordsee. Mit Salz im Wasser drin. Ich war schon mal in Krim beim Schwarzen Meer. Und da war Süßwasser drin. Deswegen gefällt mir das Wasser da viel mehr als hier in dieser Nordsee. Wo ganz viel Salz drin ist. Salzgeschmack. Oh Scheiße, jetzt durch diesen dreckigen Scheißheule rumlaufen. Das ist voll anstrengend. Ne, voll Scheiße, ich muss hier durch dieses Scheißfeld rumlaufen. Jetzt mache ich kurze Scheißpause. Und danach bei diesem voll cool Wetter weiterlaufen. Ich hoffe dann gleich einen Scheißweg zu finden, damit das Laufen nicht so schwer fällt. Dieses Ziehen. Weil es ist voll Scheiße für diese dreckigen Finger. Fast 5 km gemacht. Ach ne, dieser Kaff, wo ich war, Burhave oder wie das heißt. Das heißt auch Butjadingen oder so. Irgendwie so in diesem Dreh. Burhave, Butjadingen. Von da aus laufe ich über die gesamte Scheiß-Nordsee. Über Norden Hamm. Und dann einfach die Weser folgen. Bis nach Hause. Ne, schon wieder Bier trinken. Scheiße, das ist jetzt mein letztes Bier, was ich in der
meiner dreckigen Tasche drin hatte. Und ich habe nur noch wenige Euros dabei, vielleicht 3, 4 Euro für noch mehr Bier kaufen. Und ich muss doch ganz viel laufen, bis ich zur nächsten Ortschaft komme. Das hier vorne ist so ein kleiner Kaff. Da gibt es keine Supermärkte. Vielleicht in Nordhamm erst. Aber bis dahin brauche ich noch ungefähr 20 km oder so. So, jetzt weiter zu gelaufen. Scheiß Gehreisen! Scheiß Gehreisen! Ohne weiter geht's. Hier zu viel Natur dran, was diese Gehreisen bedecken. Na, ich glaube, ich bin von Strand weg. Das hier ist die Scheiß Weser, bloß in Fett. Weseranfang, da ist das doch, da hat noch mehr Fett dran als wie in Bremen. Deswegen ist diese Weser voll fett. Und da sind auch viel größere Scheißschiffen hier unterwegs. Ja, da hinten ist vielleicht nur ein Hamm, glaube ich, oder so. Aber das hier ist diese voll fett Teil von Weser. Ne, fast 20 Kilometer gelaufen. Aber ich bin bald in Nordenham, noch einer, vielleicht 5 Kilometer und dann bin ich da. Ein Scheiß Nordenham. Und vielleicht ein super hier ein Scheißgeschäft treffen, um da vielleicht was Kaltes zu trinken kaufen, vielleicht wieder Bier trinken. Ja, ich war gerade bei diesem schmierigen Rewe da vorne, um reinzukacken. Und jetzt habe ich schon wieder Bier gekauft. So, kurze Sitzen, jetzt aufstehen und jetzt weiter zu gelaufen. Hier liegt Scheiße. Ne, hier liegt noch mehr Scheiße. Von Schürfen. Da hinten ist immer noch Scheißweser. Scheißweser. 37 Scheiß-KM. Langsam dunkle kommt. Beziehungsweise diese Scheißsonne geht ein bisschen weiter runter. Sodass später dunkle kommt. Und jetzt versuche ich die Weser zu finden. Damit ich vielleicht auch ein bisschen Scheißwasser über meinen Körper gießen kann. Weil das ist voll cool warm heute. Weil ich habe ganz viel Fett dran an den Haut. Dieser Schweißfett. Dieser Salzgeschmack. Das schmeckt voll nach Salz, deswegen muss da Wasser ran. Ich bin immer noch auf der Suche nach dieser Scheißweser. Ne, ich habe Wasser gefunden. Ja, aber das ist nicht Weser. Sondern Schweiburg oder wie das heißt. Das ist ein Scheißfluss, was von der Weser rüber geht. Also so ein Nebenfluss, der zur Weser geht. Ne? Immer noch weiter zu gelaufen. Und Dunkle kommt langsam. Voll Scheiße. Das sag ich schon die ganze Zeit. Ne? Ich habe 43 km heute gelaufen. Und langsam hier. Wie heißt das doch mal? Dunkle kommt. Hier, guck mal. Ich habe das da schon mal hier herangesetzt. Weil ich gerade Scheiße gemacht habe, dachte ich mir, dass ich jetzt weiterlaufe. Ich habe mir eine Scheiß-Schmerztablette und Magnesium noch reingemacht als Zusatz, damit ich noch mehr laufen kann. Weil kennt ihr das, wenn ihr so richtig weit gelauft und ihr diese Schmerzen, diese Scheuerung von dem Genitalbereich gekommt, das scheuert die ganze Zeit zwischen den Beinen. Das ist voll scheiße und das schmerzt immer voll. Und deswegen habe ich jetzt eine Schmerztablette genommen, damit das bald weggeht und damit ich gleich noch weiterlaufen kann. Ich habe noch keinen Schlafplatz gefunden. Von meinem Zeltplatz, also richtiger Zeltplatz. Weil hier überall ist dieser Scheißdeich. Da, den ganzen Weg. Und genauso sieht dieser ganze Scheißweg aus. Ne, es wird immer dunkler und dunkler. Und ich immer noch weiter zu gelaufen. Und hier ist Scheißstraße. Ne, Weser in Vollfettform gefunden. Das hat viel mehr Geruch dran als in Bremen. Weser in Vollfettform. Und das hier ist Fährenparkplatz. für Autos. Aber das ist Weser in Vollfettform. Scheiße, langsam muss ich nach dem beschissenen Dreckschlafplatz suchen. Weil Dunkle kommt. So, ich glaube hier ist so eine Stelle, da ganz hinten eine Straße, wo vor den Gebäuden. Ich glaube, hier irgendwo auf dem Scheißfeld mache ich mein scheiß Wurfzelt drauf.
damit ich da dann hier gleich hier drin übernachten kann. Weil Dunkle kommt immer mehr. Jetzt Wurfzelt aufbauen. So, ich habe hier Wurfzelt aufgebaut. Jetzt gleich meine Scheißsachen hier reinmachen. Und hier ist diese Grasen. Das macht hier voll hochgrasen. Damit, weil ich habe keine Matratze zum Unterlegen, aber wegen dieser Grasen, das ist viel weicher, dieser Scheißboden. Und hier kann ich jetzt diesen Sonnenuntergang genießen. Und das ist genau das, was hier dieses Fernwandern auf mehreren Tagen hinweg ausmacht. Zugucken, wie Dunkle kommt. So sieht jetzt mein Zelt von Innenraum aus. Hier habe ich ein bisschen Licht gemacht, und um jetzt Strom zu sparen, wenn ich beim Schlafen bin oder so, habe ich hier noch eine Kerze gemacht. Hier in dieser Scheißtüte habe ich ein paar Brötchen zum Fressen. Hier drin habe ich noch ein bisschen Fleisch. Und hier habe ich noch so ein Scheißfenster mit Ausblick zu da, wo Dunkel kommt. So, jetzt erstmal Abbrot zu gefressen. Ach ja, 46 km habe ich heute gemacht. Mit meiner Rolltasche und mit meinem Scheißzelt und alles, was hier drin ist. Guten Morgen. es ist jetzt schon wieder neuer Tag angekommen. Ich habe kurz auf diese Scheißuhrzeit geguckt. Es ist 8:30 oder kurz nach 8:30. So, jetzt Zähne waschen. Brötchen fressen, einpacken, Sachen einpacken und Zelt zusammenbauen. Und dann weiter geht's. Mit beide nach Bremen laufen. So, ich hab Zelt Inhalt weggemacht und hier reingestopft in meine Scheißtasche. Und das muss ich auch noch da reinmachen. Und dann, wenn ich diesen Scheißzelt abgebaut hab, dann kommt das hier rein und dann loslaufen. Und hier habe ich gepennt in diesem Loch. So, wir haben jetzt 9:22 Uhr. Ich habe eingepackt. Und jetzt Start kommt. Keine Ahnung wohin. Vielleicht erstmal nach Brake. Gucken, ob da Geschäft ist. Damit ich da vielleicht Bier kaufen kann. Und auf jeden Fall Wasser auffüllen. Weil bei mir, ich habe nur noch eine Scheißflasche. Wasser. Ich bin am Zug gelaufen. nach Brake erstmal. Gucken, ob das groß genug ist, um da ein Geschäft zu treffen. Yeah. Da drüben ist Brake. Und hier, ich habe Nieto getroffen. Hier in Nieto. Erstmal Bier kaufen. Nee. Ich habe gerade Bier gekauft, damit ich schon wieder Bier trinken kann. Weser gefunden, immer noch in Vollfettform. Wand gefunden. Wand. Vielleicht wegen Weserüberschwemmung, falls passiert. Da kommt das nicht über diese hier andere Häuser. Da hinten schief kommt. Schief kommt. So, ich habe gestern angefressen. Aber das habe ich nicht gefilmt gehabt. Deswegen filme ich das jetzt. Jetzt mein zweites Magnesium. Hier Magnesium zu gefressen. Das sieht so aus. Ich habe Magnesium gefressen. Ja, ich habe ganz kurz hier auf dieser beschissenen Bank kurz einen Mittagsschlaf gemacht. Auf dieser scheiß Bank. Weil ich kurz müde war. Jetzt ist es über 17 Uhr. Und jetzt gleich laufe ich weiter. Voll scheiße. Ich jetzt mit Boxershorts ein bisschen schwimmen gehe, da vorne in diesen Scheißteich. Das ist Abfluss von zur Weser. Und da werde ich jetzt ein bisschen schwimmen gehen. Ich habe gerade geschwommen. Traktor gekommen. Traktor. Guck mal, hier ist eine Brücke und hier ist schon wieder Scheißweser. Aber hier ist die Weser nicht so sehr in Fettform. Also nicht so fettformig wie vorhin in Nordenham oder Brake. Ah ja, das eben gerade, das sollte nicht die Weser in kleinerer Form sein, also nicht Fettform,
sondern es sollte die Hunte sein, steht hier in dieser scheiß Landkarte drauf. jetzt gehe ich Richtung Weser. Oh Scheiße, bald Dunkle kommt. Da muss ich gleich gucken, wo ich vielleicht bald Scheißzeltplatz finde. Oh Scheiße, hier, Dunkle kommt. Ich versuche jetzt einen Platz zu finden. Aber ich komme irgendwie von den ganzen Dörfern nicht los. Voll Scheiße. Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich. Vielleicht muss ich in Dunkle mein Zelt aufbauen. Voll Scheiße. Aber ich bin jetzt immer noch am Suchen, wo ich hier machen kann. Platz zum Schlafen. Oh Scheiße! Immer mehr Dunkle kommt! ich bin immer noch am hier Zeltplatz suchen. So Platz, wo ich mein Scheißzelt hinstellen kann. Um da später schlafen zu machen. Ich bin jetzt gerade in so einer Straße, wo Baustellengeräte stilllegen und hier fährt niemand mehr entlang. Deswegen denke ich mal, vielleicht kann ich hier irgendwo im Scheißfeld oder so mein beschissenen Dreckszelt hoch hier aufbauen und da dann irgendwann zu geschlafen. Ich hab hier so ein Scheißfeld. Mein Scheißzelt aufgebaut. Mein Wurfzelt. Ich lieg jetzt hier drin. Hier, wie heißt das doch mal? Ich hab insgesamt 80 km gemacht. Gestern und heute. Also gestern 46 und der Rest heute. Morgen geht's weiter und ich hoffe. Ich vermute mal, dass ich morgen noch zu Hause erreiche. Aber mal gucken. Hier ist voll windig und das bewegt sich hier alles. Das ist voll scheiße. So. Immer noch voll viel Wind hier drin. ich habe hier Kerzen angemacht. So. Ich werde jetzt gleich pennen. Genauso wie mein scheiß Handy ausmachen. Meine Kamera. Ich werde hier bis morgen. gute Nacht. Morgen weiterer Tag, wo ich mit Beinen Marsch mache nach Bremen. Ich hoffe, ich schaffe das morgen nach Bremen. Mal gucken. Wenn nicht, dann übermorgen. Aber ich denke, ich vermute schon, dass ich das morgen hinbekomme. Bis nach Bremen zu gelaufen mit Scheißbeinen. Boah, ist voll windig hier. So. Gute Nacht. Ich mach jetzt aus. Bis morgen. Ne, guten Morgen. 8:30. Ich bin aufgestanden. Gleich Zähne waschen, paar Sachen zusammenpacken, Zelt abbauen und dann weiterlaufen mit Beine. Ich hab Zelt zusammengebaut. Das hier ist mein Scheißzelt. Das hier ist mein Müllbeutel. Den werde ich noch irgendwo wegschmeißen. Hier liegt meine Scheißcappy. Und hier meine Rolltasche. Und das muss auch noch meine Scheißrolltasche. Und hier, und da wo Pliat ist, da lag mein Zelt. Und jetzt weiter zu gelaufen. Ach ja, 8:45. Start kommt, mit beiden nach Bremen laufen. Heute ist schon wieder voll cool Wetter, wo man schon morgens früh halbnackt rumlaufen kann. Fluss mit Vogelgrippenurin dran. Ja, noch nie gesehen, da steht Gamsbe drauf und da vorne steht Warfleet drauf. Zwei Ortsschilder, verschiedene Namen nebeneinander. Schon wieder Weser in voll Fettform gefunden. So, ich habe insgesamt 92 km gemacht. Und heute davon etwa 12 km, weil ich gestern bis 80 km. Und ich habe jetzt eben gerade meine Wasserflaschen, das habe ich auch schon mehrmals gemacht in mehreren Imbissen,
Ich habe 3 so eine scheiß Wasserflaschen und die habe ich beim Dönerland voll gemacht, damit ich Wasser saufen kann. Leitungswasser. Weil ich bei dem voll cool Wetter so viel Wasser saufen muss. Weil so viel, voll viel Schweiß kommt. Das ist voll geil. perfektes Wanderwetter. Ich habe eben gerade ein Schild gesehen. Noch 21 km bis Bremen. Aber ich muss ja bis zur anderen Seite von Bremen. Mal gucken, wie viel km ich insgesamt mache. Aber das wären bestimmt über 100. Und wie lange ich noch brauche, keine Ahnung. Es ist jetzt 12 Uhr. Vielleicht schaffe ich das noch irgendwie, weiß ich nicht, bis 18 Uhr oder so. Ich schätze mal 18 Uhr, aber wahrscheinlich noch länger. Mal gucken. Bin mal gespannt drauf. 15 scheiß km bis Bremen. 97 km. Vielleicht habe ich die 100 km Marke erreicht. schon wieder. Uchturm Sperrwerk gefunden. Ich habe jetzt gerade diese 100 km Grenze gemacht. Und ich habe auch einen Screenshot davon gemacht, wie ich 100 km Grenze durch überschritten habe. Diese ganzen 3 Tage Marsch. Ach ja, vorhin. Ich habe vorhin gesagt, dass noch 15 Kilometer oder so bis Bremen. Aber da stand was Falsches dran. Ich bin eben gerade hier beim Uchturm Werk oder wie das heißt, diese Schleuse drin gelaufen und kurz davor, das ist ungefähr über 5 Kilometer weiter und da steht drauf 16 Kilometer bis Bremen. Also muss ich noch weiterlaufen. Voll cool, wegen Scheißwind ist das da hochgefallen auf ein Scheißdach. Sonnenschirm hochgeflogen von Scheißdach wegen dem Scheißwind. Stromkabelhalter. 2 sogar. Stromkabelhalter. Diese Ziege hier vorne. Diese. Der hat den selben Part wie ich. Urinfarbige Blumen gefunden. Und hier sind Blumen, wo Urinfarbe in drin ist. Ich glaube, ich bin in Bremen angekommen. Georg-Jentschel-Straße. Und hier vorne ist voll Fettgebäude von Birgelus Logistik. Das ist voll Fettgebäude, das ist auch noch da hinten. Und da hinten, da ganz hinten, da ist auch noch mehr vor den Fettgebäuden von Birgelus Logistik. Das hier ist Stadtkarte von Bremen. Und ich bin jetzt gerade hier. Und ich muss ungefähr noch bis hier. Dann bin ich zu Hause. Dann habe ich diese Vollfettwanderung geschafft. Schissschienen gefunden! Schissschienen! 110 km gemacht. Noch 5 km bis Bremen Zentrum kommt. Ich bin schon wieder Bier trinken. Jetzt weiter zu gelaufen, weil ich habe Bier getrunken. Ui. Dunkle kommt. Ich habe eben gerade mit ein paar Kumpels, die ich zufälligerweise getroffen habe, ein bisschen gesoffen. Und deswegen, wegen gesoffen, kommt jetzt Dunkle. Und deswegen bin ich jetzt am Dunklen auf dem Weg nach Hause jetzt. Ja, vielleicht noch 3-4 Kilometer oder so. Und da bin ich da raus angekommen. Aber jetzt dunkle. So, nachts bis nach Hause weiter zu gelaufen. So, das war meine 121 km Wanderung von Burhave Gemeinde Butjadingen nach Bremen gewesen. Ich zeige euch nochmal die Aufzeichnung, wo ich überall lang gelaufen bin. Von Burhave nach Blexen. Dann über Nordenham. Dann über Rodenkirchen. Dann über Brake unter Weser und dann über Elsfleth, dann über Berne und dann über Lehmwerder bis nach Bremen und dann bis ich zu Hause angekommen bin. So, ich sag jetzt langsam Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.